Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch etwas von unseren Reiseerfahrungen nach Südafrika, besonders nach Kapstadt, erzählen. Und da ich dachte, dass es ein sehr angefragtes Thema ist, würde ich einfach mal ein bisschen erzählen und wiedergeben, wo wir waren und das ein bisschen unter Bildern mit unseren Aufnahmen, die wir 2017 in Kapstadt gemacht haben. Das ist erst Teil 1 von einer Videoreihe, die ich gerne drehen möchte. Beziehungsweise das ist schon Teil 2. Teil 1 habe ich ja schon gemacht mit den Arabischen Emiraten. So. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Wir machen ganz viele Tipps und Tricks-Videos, Erfahrungsberichte und auch ganz viele Videos aus dem Babys erstem Jahr und Kleinkindalter. Ja, wir waren 4 Wochen in Südafrika und zwar war das 2017, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Kapstadt, wo wir waren, ist einfach nur ein wunderschöner Ort, um hinzureisen. Viele haben ja auch Bedenken, Reisen mit Kindern ist so eine Sache. Da habe ich nochmal ein extra Video gedreht, das könnt ihr euch unten in der Infobox anklicken oder hier oben. Da rede ich über Reisen mit Kindern oder Hacks und Tipps und Tricks. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ich habe auch sogar ein Video gedreht, wo wir unseren Koffer gepackt haben für Südafrika. Also das könnt ihr euch auch ansehen. Ja. Also wir haben 4 Wochen in Südafrika verbracht und wir haben extra Flüge rausgesucht, wo man nachts reinfliegt. Wir sind über Doha geflogen, 8 Stunden oder 7 Stunden und dann umgestiegen. Und dann weitere 10 Stunden nach Südafrika. Das hört sich als allererstes sehr happig an. Positiv hier zu nennen ist, dass es keine Zeitumstellung gibt. Winterzeitumstellung ist dann immer minus eine Stunde. Und das ist einfach so vorteilhaft für die Kinder. Ich weiß, gerade Babys, die können sowieso mit der Zeitumstellung sehr gut umgehen. Kleinkinder auch vielleicht. Also wir sind ja auch schon mit Noah nach Mexiko geflogen und da konnte er auch gut mit der Zeitumstellung umgehen und da war der 1,5 oder fast 2. Die Zeitumstellung, das war halt für uns auf jeden Fall sehr wichtig, gerade wenn das die erste Reise ist mit unserem Mäuschen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, die werde ich jetzt einfach mal nennen. Ja, mit Natur pur und super schönes City Life in einem kann man in Kapstadt erleben. Es gibt so viel zu entdecken, also für jedermann etwas da. Es ist echt unglaublich. Vor allem die schöne Landschaft. Man kann so viele schöne Parks anschauen. Es ist einfach richtig toll. Und ich komme jetzt auch gleich zu den einzelnen Details, wo in welcher Gegend man wohnen sollte und was man alles machen könnte. Das kommt gleich. Es ist schön warm und nicht allzu heiß. Wir waren im März, April dort. Das ist der Herbst, die Herbstsaison in Südafrika. Und wir haben uns diese Zeit ausgesucht, weil die nämlich außerhalb der Hauptsaison ist. Also nicht mehr allzu teuer. Wobei man, ja, die Preise fand ich jetzt eh nicht so krass teuer auf Airbnb. Da gab es ja richtig schöne Unterkünfte für echt wenig Geld. Die Kleine, die ist gleich hier in die Kiste. Außerhalb der Saison und immer noch sehr, sehr warm. Also es waren dann schon 28 Grad und die Sonne hat schon gebrannt. Es war auch nicht mehr allzu windig, weil man sagt ja, im Januar, Februar in der Hauptsaison ist es sehr windig und auch sehr warm. Es war halt auch nicht stickig, schwül. Tropisch warm, das ist immer so eine Sache, wenn man darauf gar keine Lust hat, ist Südafrika natürlich das beste Reiseziel überhaupt. Ich finde es einfach angenehmer, mit Kindern in solche Gegenden zu reisen, wo es nicht allzu tropisch ist. Ich wurde von einer Zuschauerin darauf aufmerksam gemacht, dass man zu den Reisepässen von den Kindern auch die Geburtsurkunde mitnehmen soll. Wir hatten nur unsere deutsche Geburtsurkunde, die Original und in Kopie. Die Airline hatte ein bisschen Stress gemacht. Wir sind mit Emirates geflogen. Die wollten die tatsächlich auf Englisch haben. Aber auf der auswärtigen Amtsseite hieß es, Deutsch würde ausreichen. Und ja, so sind wir dann mit einem deutschen Geburtsurkunde, Ausweis, Pass losgezogen. Und die haben echt ewig gebraucht. Wir waren die Letzten, die in den Flieger eingestiegen sind, weil die das noch geprüft haben. Aber es hat alles noch gut hingehauen, deswegen an dieser Stelle, checkt das nochmal, ob es jetzt immer noch so ist. Ist es überhaupt sicher in Südafrika?
Also, man muss natürlich auch die allgemeinen Richtlinien beachten. Wir hatten Glück, uns ist nichts passiert. Also, ich hatte auch nicht das Gefühl, wir waren dauerhaft in Gefahr oder so. Wir sind auch draußen spazieren gegangen und mit dem Kinderwagen rumgelaufen. Das war voll okay. Natürlich gab es ein, zwei Gestalten. Da sind wir vielleicht die Straße überquert oder haben einen großen Abstand gemacht. Aber es war jetzt nichts Wildes, ja. Ich bin sowieso immer voll der Angsthase, deswegen mache ich sowas. Mich ja sicher gefühlt. Und man muss natürlich auch gucken, was auf der Seite vom Auswärtigen Amt steht. Wie keine Wertsachen tragen oder keine offenen Fenster im Auto. Haben wir auch alles gemacht. Alles war super. Ich kann mich nicht beschweren. Braucht man ein Auto? Ja, ich würde sagen, man braucht schon ein Auto. Wir haben das damals so geregelt, dass wir die erste Woche oder die ersten zwei Wochen in einem Airbnb in der City gewohnt haben und später ein bisschen außerhalb. Und da hatte man dann ein Auto. Am Anfang eher Uber. Uber wird dort auch genutzt. Also ladet euch die Uber-App runter. Und ja, das hat uns dann auch geholfen. Generell zur Unterkunft und den Gegenden kann ich sagen, dass wir uns mehrere Airbnbs geholt haben. Da war aber der größte Fehler, dass wir keinen großen Garten gebucht haben. Also ein Haus mit großem Garten wäre schon sinnvoll mit Kindern, weil dann ist man nicht gezwungen, jeden Tag rausgehen zu müssen, je nachdem, wie lange ihr dort seid. Ne? Es kommt immer auf eure individuellen Bedürfnisse an. Aber bei unseren vier Wochen hätte natürlich ein großer Garten auch einiges erleichtert. Wir hatten eine Terrasse im ersten und im zweiten ein kleines Eckchen grüne Fläche, aber es hat uns überhaupt nicht weitergebracht, dass wir jetzt mal mit der Liege und einer Picknickdecke draußen verbringen konnten. Das war überhaupt nicht der Fall. Deswegen schaut auf jeden Fall auf eure Bedürfnisse. Ich muss sagen, Häuser mit Pools gab es zahlreiche. Ich habe mich damals gegen einen Pool entschieden, weil ich einfach die große Angst hatte, dass Pool und Kinder einfach nicht so ganz gut zusammenpassen. Und auch dieses Mal würde ich darauf verzichten, denke ich. Wobei es natürlich auch super gechillt ist, wenn du dann einfach zu Hause bleiben kannst und in den Pool steigen kannst, weil ja das Meer nicht allzu warm ist. Also gerade an der Atlantikküste ist das Wasser viel zu kalt, da kannst du gar nicht drin schwimmen. Es gibt ja noch diese andere Bucht in der Mutzenberg-Strand, aber da sind auch viele Haie, deswegen, ich habe mich da nicht reingetraut. Also da kann man natürlich auch schwimmen gehen. Es könnte da ein bisschen wärmer sein, weil da der Indische Ozean und der Atlantik da so irgendwie aufeinander kommen. Also am Kap der guten Hoffnung sozusagen. Wohnfläche, unsere Wohnfläche war groß genug. Und eben, also es waren keine Stufen, weil ich einfach darauf geachtet habe, dass mein Krabbelbaby genug Krabbelfläche hatte. Das ist super wichtig, ist für Nyla auch. Wir überlegen ja auch wieder, irgendwo hinzufahren. Und da ist mir das auch ganz, ganz wichtig, dass sie sich frei bewegen kann. Sonst wird es einfach nur anstrengend und man läuft den Kindern hinterher. So haben wir uns für ein Airbnb in Greenpoint entschieden. Greenpoint ist da, wo das Stadion, Fußballstadion ist, mit einem riesen, riesen sauberen, gepflegten Park, der Greenpoint Park. Also das ist der Number One Spot, wenn ihr in Greenpoint wohnt mit Kindern. Also da kannst du hier eine Decke mitnehmen, das haben wir gemacht, und uns einfach auf die große, schöne Wiesenfläche legen. Das machen auch andere und dort gibt es so schöne, gepflegte, geschlossene Spielplätze. Da kann kein Kind raus, ja, die größeren schon, aber die sind halt zu mit einem Gate. Und dort gibt es auch Cafés und da kann man auch an der Küste entlang laufen mit dem mit dem Kinderwagen spazieren gehen. Hallo zusammen, wir sind ein wenig spazieren und was wir jetzt entdeckt haben, ist eine lange, lange, lange Wasserpromenade. Da hinten fliegt die Drohne. Und vom Greenpoint aus kann man auch super easy zur V&A Waterfront laufen. Das ist der Tourist Spot Number One, wo eine große Einkaufsmall ist. Das ist der Hafen. Von dort aus kann man nach Robben Island fahren.
auch eine große Touri-Attraktion. Super schöne kleine Restaurants sowie große Restaurants. Da gibt es kleine Läden, große Läden, eine große Einkaufsmall, Supermärkte. Kaui finde ich extrem lecker. Da gibt es so leckere Bowls, so Veggie-Bowls. Und dann gibt es auch noch so ein Food-Market. Also man kann da alles finden irgendwie. Nee, und eine kleine Eisenbahn für die Kinder. Also da gibt es auch noch Unterkünfte, wenn ihr einfach mal online schaut. Von der Location her fand ich Greenpoint richtig toll. Es gibt halt eine riesengroße Straße in Greenpoint. Da ist auch so ein Supermarkt. Die muss man erstmal überqueren, da muss man mal gucken. Und mit dem Kinderwagen ist auch meistens nicht so einfach. Nicht überall, aber meistens schon. Also ist alles noch machbar, nicht so wie in Thailand oder so. Dann haben wir in Nordhög gewohnt. Das ist, wenn ihr hinterm Tafelberg sozusagen 25 Minuten mit dem Auto runterfahrt, an der Küste entlang, in den Beaches entlang, dann seid ihr in Nordhög am größten Strand. Und wir haben uns damals für Nordhög entschieden, weil wir dachten, oh, da ist ein großer Strand, da können wir schwimmen gehen. Nee, dem ist nicht so. Das ist zwar ein sehr, sehr schöner, weißer, pudriger, riesengroßer Strand. Ich zeige euch jetzt ein paar Aufnahmen. Es ist einfach wunderschön. Aber du kannst da nicht drin schwimmen. Und falls ihr die Szene gesehen habt, da war ein Hai. Wer das noch nicht gesehen hat, hier nochmal. Findet den Hai. Dort kann man mit Pferden reiten, wenn das für euch was ist. Also für uns war es nicht. Wir sind sogar mit dem Kinderwagen in dem Strand. Richtig irre. Das ist ein klitzekleines Fleckchen. Das ist so, man braucht auf jeden Fall ein Auto. Es ist sehr westlich amerikanisch. Du kannst dort, da gibt es gar keine Gehwege sozusagen. Mich sehr an Amerika erinnert. Du kommst auch nicht weit zu Fuß, muss man dazu ehrlich sagen. Naja, und in Nordhög gibt es auf jeden Fall ein kleines Örtchen, Farm Village heißt das. Und dort gibt es Restaurants, richtig tolle Bäckerei. Die hatten so leckeres Brot und so frisches Essen. Das fand ich so toll. Generell in Südafrika war das Essen genial und auch nicht teuer. Also wenn das was für euch ist, dann ist Nordhög wahrscheinlich auch der richtige die Anlaufstelle. Für uns wäre es fürs nächste Mal nichts, weil wir zu oft mit dem Auto unterwegs waren. Und das war für Noah damals extrem anstrengend. Ich musste ihn mit Hirsekringeln bestechen und das Auto sah danach aus. Ja, also diese Orte würde ich vielleicht fürs nächste Mal in Angriff nehmen. Und zwar Seapoint. Seapoint ist in der Nähe von Greenpoint, auch an der Küste. Zwar kein Strand, aber fußläufig zu den Stränden, wenn man gerne laufen möchte. 20 Minuten entfernt von Clifton Beach, das ist der nächstgelegene Strand. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Örtchen. Clifton Beach würde ich auf jeden Fall mit Kindern machen. Oh, ist das kalt, das Wasser. Meine Füße. Da gibt es zwei Strandabschnitte, die so ein bisschen ruhiger sind und nicht allzu überlaufen. Und dort gibt es höher gelegene Loft-Apartments mit schöner Aussicht, mit schönem Ausblick, mit Terrasse, aber keinem Garten wahrscheinlich. So, als nächstes Camps Bay. Camps Bay ist so wirklich einer der Orte, der sehr, sehr beliebt ist und wo viele wohnen wollen, aber auch sehr teuer ist. Man sagt, da wohnen die Reichen. Kann sein, da sind super schöne Villen. Das gleiche gilt hier wie bei Clifton, im Clifton Beach. Da gibt es eher so Loft-Apartments. Da gibt es einen riesen, riesen Strandabschnitt, der ist richtig voll und sehr touristisch. Also wenn ihr darauf Lust habt, dort gibt es auch einen riesen Infinity-Pool zum Strand. Könnt ihr euch auch mal auschecken, ist auch auf jeden Fall sehr schön. Ich blende euch jetzt einfach mal ein paar schöne Bildsequenzen ein, dann habt ihr schon mal einen Blick drauf geworfen. Eher so für Partygänger wahrscheinlich. Clubs sind dort angesiedelt, Bars, aber auch normale Restaurants, aber natürlich zu Touri-Preisen, ne? Der Geheimtipp an dieser Stelle ist der Backhoven Beach.
Das hat mich so an Malibu erinnert. Das ist auf jeden Fall so traumhaft schön. So ganz kleine Hütchen direkt am Strand mit so einer Wiese noch dazwischen und Surfbrettern. Also wir sind ja mit der Drohne da lang geflogen. Es war wirklich richtig cool. Auf Google Maps könnt ihr das ganz einfach finden. Und zu Fuß könnt ihr da auch hinlaufen, wenn ihr in Clifton Camps Bay Ecke seid. Na, ja, Camps Bay. Clifton wäre schon ein bisschen weiter weg. Aber wozu gibt's Uber? Hm? Oder habt ein eigenes Auto eben. So, nächster Tipp. Gardens. Gardens ist eine richtig schöne Ecke. Gardens ist aber nicht an Küste, an der Küste und auch nicht am Strand, sondern irgendwie so zwischen Tafelberg und City. Also, es ist eine sehr schöne altviktorianische Gegend mit süßen Villen und es gibt auch ganz tolle Airbnbs und Hotels dort, die wahrscheinlich auch alle sehr kinderfreundlich sind. Aber ihr habt dort einfach nicht die Möglichkeit, zu Fuß zum Wasser zu laufen oder zum Strand zu laufen. Dann müsst ihr auf jeden Fall mit einem Auto weiterfahren. Public Parks, wo man auch mit Kindern hingehen kann. Und Spielplätze. Es ist alles sehr super offen und kinderfreundlich. Und auch sehr weiß an dieser Stelle. Alle Orte, die ich genannt habe, sind sehr weiß und auch sehr touristisch vielleicht auch ein bisschen. Wir waren dort sogar bei einem Arzt, beim HNO-Arzt, weil Noah ja was mit den Ohren hatte. Und der war einfach so toll. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Arzt auch der Arzt, ein Arzt ist von einem großen deutschen Musiker. Jetzt habe ich aber den Namen vergessen. Der hat ihm nämlich eine CD von ihm geschenkt und wir haben uns gedacht, warum hat er denn jetzt hier so eine deutsche CD von dem? Und dann hat er gesagt, ja, der ist auch hier Patient, der hat mir die geschenkt. Und dann dachten wir, ah, okay. Und den haben wir sogar in einem Café getroffen und André ist ja in der Musikbranche aktiv tätig. Und dann haben die sich dort begrüßt und ich, ja, dachte mir so, witzig, in Südafrika lernt man deutsche Musiker kennen. Das waren jetzt die Tipps, die ich jetzt auf hatte innerhalb Kapstadts. Wenn ihr außerhalb fahren wollt, dann kann ich euch das nicht so genau sagen. Ich war nur in Stellenbosch und in einem Wineyard bzw. Biofarm. Die nennt sich, jetzt haltet euch fest, es war der schönste Ort, den ich jemals gesehen habe und besucht habe, Babylon's Tore. Ich weiß nicht, die Unterkunft könnte ein bisschen teuer sein, aber man kann Babylon's Tore auf jeden Fall besuchen gehen. Dort gibt es Sachen zu tun. Man kann dort essen gehen. Und zwar das Essen, was die dort anbauen. Es ist wirklich richtig cool, richtig schön. Und wir haben auch eine Schildkröte dort herumlaufen sehen. Dort laufen auch Gänse rum, Hühner, Pferde bestimmt. Also es ist ganz toll für Kinder. Und wir würden jetzt direkt mal loslegen mit, was kann man alles in Kapstadt machen? Also jetzt nicht in der Reihenfolge, sondern so, wie es mir eingefallen ist. Es gibt die sogenannte Clove Street. Die wurde uns auch schon empfohlen. Das ist in einer Area, die soll so ein bisschen hip sein und so, ein bisschen cool. Und dann dachten wir, ja, gucken wir uns mal an. Wir waren jetzt nicht allzu begeistert davon. Was wir extrem schön fanden, war ein Restaurant. Clove House hieß es. Clove oder Clove House. Ich blende euch jetzt mal Szenen ein. Das war wirklich ein richtig schönes Fleckchen, wo man mal hingehen kann, auch mit Kindern. Und wir wurden da sehr begrüßt mit unserer kleinen Maus und alle haben ihn in den Armen getragen. Es war sehr kinderfreundlich. Ach so, ja, Waterfront habe ich schon gesagt, Robben Island auch. Dann gibt es noch ein Fleckchen, das heißt Old Biscuit Mill. Dort gibt es nette Cafés und Restaurants, falls man was sucht und braucht. Ich kann mich jetzt aber nicht mehr an die Namen erinnern, aber das ist immer so ein kleiner Spot, wo man hingehen kann. Aber die Gegend dort ist nicht so schön. Es ist Woodstock, glaube ich. Woodstock ist so ein bisschen abgefuckter, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie es von der Kriminalität dort ausschaut. Ne? Kann man ja, glaube ich, alles im Internet nochmal recherchieren.
Natürlich ist Südafrika oder Kapstadt bekannt für deren Naturschutzgebiete und zwar vor allem da, wo die Pinguine wohnen. Es gibt eine riesen Brutstätte für Pinguine und das ist Boulders Beach. Ich glaube, mich zu erinnern, man zahlt Eintritt und dann läuft man lange, lange, lange am Steg bis zum Strandabschnitt und man kann sogar am Ufer, an einem kleinen Ufer schwimmen gehen und Pinguine angucken, beobachten. Für Kinder ist das sicherlich super interessant. So, wieder eine Stunde später. Aber immerhin mit einer witzigen Story. Und zwar waren wir am Boulders Beach mit unserer Drohne. Und ich untermauere das jetzt hier mal mit unseren Bildern. Unseren Drohnenbildern. Die sind wirklich schön geworden. Aber wir wurden erwischt. Wir wurden von der Polizei oder von irgendeinem Wachmann erwischt und im Naturschutzgebiet darf man ja keine Drohnen benutzen. Das haben wir überhaupt nicht gecheckt. So, ich weiß auch nicht. Und dann mussten wir unsere Drohne für einen Tag abgeben. Zum Glück durften wir das Material behalten. Ich glaube, die haben das gar nicht gecheckt. Und sonst hätte ich diese schönen Aufnahmen nicht. Wenn wir schon mal über ein Naturschutzgebiet sprechen, der Botanische Garten Kirstenbosch ist auch wunderschön, gerade für Kinder. Und dort finden auch immer regelmäßig Konzerte statt. Also man kann auch den Konzerten immer lauschen. Es ist wirklich ein Riesenpark. Die Kinder haben so viel Spaß dort, weil es einfach super viele Spielplätze gibt. Und riesige Wiesen zum Toben, Tiere zum Angucken. Also Flora und Fauna, sag ich jetzt mal, ne? Aber jetzt keine Elefanten oder so. Und ansonsten einfach nur durch den Park flanieren. Der ist riesig genug, dass man dort einen Tag und mehrere Tage verbringen kann. Die Autofahrt von Kapstadt City bis nach unten hin zum Kap der guten Hoffnung. An Nordhoek vorbei übrigens, wo wir gewohnt haben. Das liegt nämlich genau dazwischen. Und da empfiehlt es sich, Kinder zu haben, die kurvensicher Auto fahren können. Also wenn die noch so klein sind, so 9 Monate war Noah ja alt, da war das ja kein Problem. Aber ich habe schon sehr drunter gelitten. Mir war so schlecht danach, dass ich erstmal wieder klarkommen musste. Also es lohnt sich, auch Sachen einzupacken gegen Übelkeit für Kinder. Falls ihr den Checkpoint Charlie, Chapman's Peak Drive fahren wollt. Es gibt auch so Spots, wo man parken kann und dann so Aussichtsplattformen, wo man noch ein bisschen hochlaufen kann und dann Fotos machen kann und eine wunderschöne Aussicht hat. Und aber auch generell vom Auto aus hat man eine richtig tolle Aussicht. Also ich kann es nur empfehlen, es wäre eine Schande, dort nicht lang zu fahren, weil einem übel wird. Mindestens einmal muss man da durch. Wir waren dann in Stellenbosch, in der Altstadt, kann man sagen. Also es sieht alles sehr alt aus und viktorianisch und voll schön. Und da gibt es so viele Wineyards und tolle, tolle Spots und Restaurants mit selbstgemachten Marmeladen und Chutneys. Und es ist einfach alles sau lecker gewesen. Also da kann man einen Tag mal verbringen oder einen halben Tag. Es gibt zahlreiche Wineyards, da müsst ihr mal online gucken, was euch am liebsten ist. Also Nordhoek waren wir noch im Wineyard, der ist auch sehr kinderfreundlich und hat eine super schöne Aussicht zum Strand. Also es ist nicht direkt am Strand, es ist irgendwie so bergig. Und dann kannst du über den Berg diesen weißen, langen Strandabschnitt sehen. Also da könnt ihr euch auch hinpflanzen. Und wir waren da auch, als da so ein kleiner Markt war und dann gab es verschiedene Stände und da habe ich zum ersten Mal Straußfleisch gegessen. So Kap der guten Hoffnung, Tafelberg, Lionshead, das muss ich alles nicht sagen. Das sollte man auf jeden Fall mal alles mitnehmen und sich anschauen. Generell habe ich hier noch aufgeschrieben, dass Picknicken ein großes Thema in Kapstadt ist oder Südafrika. Dass es halt überall so in diesen Wineyards süße kleine Picknickkörbe gibt und dann kann man sich wohin pflanzen. Das haben wir dann auch am letzten Tag gemacht. Und dann haben wir uns einen Korb geholt und haben uns eine schöne Decke auslegen lassen. Zum Schluss ist die Frage, was nehme ich alles mit in unseren Urlaub mit Kind nach Südafrika? Da habe ich ja, wie gesagt, ein Video zugedreht. Schaut euch das gerne an. Schaut euch gerne meine Südafrika-Vlogs an. Da habe ich alles zeitnah abgefilmt. Mir hat es halt jetzt am Ende noch gefehlt, dass ich einmal ein Reisebericht-Video darüber gedreht habe. Habe ich irgendwie noch nicht geschafft.
aber jetzt schon. Und deswegen schaut euch auch die Südafrika-Videos an. Und mein allerliebstes Video an dieser Stelle ist ja mein Südafrika-Travel-Video. Ich liebe es und ich kann mir das so oft anschauen, weil ich dann in meinen Erinnerungen schwelge und es war so eine wunderschöne Zeit. Also viel Spaß beim Reisen und ihr könnt auch gerne eure Tipps und Tricks für Südafrika unten in die Kommentare reinschreiben. Wir haben jetzt keine Garden Route gemacht, deswegen haut alles rein, damit auch andere Leute das sehen können. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.